Freunde, wir müssen reden. Und zwar Seven vs. Wild geht so ins Endgame. So langsam aber sicher kristallisieren sich unter den vier verbleibenden Protagonisten die klaren Helden dieser Staffel heraus. Und das ist nicht Joe Vogel. Joe Vogel ist mehr, ja, wie soll ich sagen, der optische, akustisch ist besser, der akustische Aufheller. Er ist die Blendgranate, die goldene Blendgranate dieser Staffel. Und warum ich dieser Meinung bin, darüber reden wir jetzt. Ein munteres Quartett. Vier Leute sind gerade noch im Rennen. Das heißt, drei Buben, eine Dame, wenn wir das Kartenspiel noch weiter beleihen wollen. Herzdame mit roten Fingernägeln, roter Mütze und immer noch leicht aufgeworfenen roten Lippen ist Blondie Julia Putix. Sie hat Magenschmerzen und sie schnitzt für ihren Liebsten ein Herz. Nett anzusehen, sie hat erst einen Kamm gebastelt, jetzt ist sie am Schnitzen. Sie versucht die letzten Tage jetzt noch Content zu liefern. Finde ich gut, ist unterhaltsam. Sie macht das Beste aus der Situation. Gerade in der Zeit, als jetzt nach Regen auch noch Schnee eingesetzt hat, macht sie wirklich gut. Gut, sie macht keine großen Fehler, sie wird keine allzu große Belastung, sie ist einfach da und stört nicht weiter. So, daneben haben wir Uwe, für mich so der Prinz Charming der gesamten Staffel. Er weiß um seine Unkenntnis, weiß aber auch, dass er im Grunde genommen ein gerader Charakter ist, der auch genau als solches rüberkommt. Liebenswert, straight. Einfach ein Gewinn für die gesamte Staffel, ein zäher Hund, der bis an seine Grenzen sich auch ins Team eingebracht hat und für mich eine der Überraschungen war. Kommen wir zu den beiden Helden. Ja, ich sag mal, den beiden, denen wir von Beginn an ja auch am meisten zugetraut haben, wenn man sich so die Profile anguckt. Nun ist es so, wenn man Joey Kelly seit Jahren auf dem Radar hat, dann weiß man um die Leidensfähigkeit und die Leistungsfähigkeit dieses Ausnahmesportlers. Egal, ob das zu einem Südpol geht oder ob das 100-Kilometer-Rennen sind oder sonstige Extremsituationen, mit extrem mentaler Kraft ist Joey Kelly in der Lage, trotz des schon etwas höheren Alters alle Herausforderungen intelligent und vor allen Dingen ruhig zu bewerten und dementsprechend zu lösen. Er ist jemand, der in weiten Teilen in sich selber ruht und er ist auch jemand, der bei dem Content, den er produziert, das Wir bespielt. Obwohl er sehr vieles alleine macht und fürs Team macht, ist er ein absoluter Teamplayer. Für ihn ist Wir die beste Vokabel und die für ihn auch sinnhafteste Beschreibung des Gemeinwesens. Er wird auch, das werden wir gleich besprechen, für mich noch zu der tragenden Figur im Endgame. Jetzt in den letzten Tagen hat er es geschafft, dem Ganzen wie ein Triathlet. Es interessiert keinen, wer nach 200 Metern vorne liegt. Nein, wer als Erster die Finishline überquert, ist derjenige, der das Ding wuppt und gewinnt. Und er ist derjenige, der abliefert. Das ist nämlich eine Vokabel, die solltet ihr euch merken: abliefern. Ganz anders als bei unserem Alpha-Männchen, dem kleinen Erdmännchen, was sich geradezu manisch in den Vordergrund getextet hat. Für mich sozusagen das, ja, wie soll man es nennen? Das Maskottchen dieser Staffel. Denn er ist derjenige, der sich geschworen hat, dass er mit digitalem Sondermüll, also mit jede Menge bespielten SD-Karten sozusagen eine Performance abliefert, um die man nicht umhin kommt. Joe Vogel hat zu allem was beizutragen. Er hat zu allem eine Meinung, auch wenn er zum Teil wenig Ahnung hat. Ich sage nur Hashtag Impeller. Aber es wird mehr und mehr unangenehm, weil sein Geltungsdrang ist in diesem Fall absolut unangemessen, nachdem er den Konflikt mit Stefan ja auch dadurch gelöst hat, dass er im Team selber eine Spaltung vorgenommen hat und er auf der glücklichen Seite mit der größeren Fanbase übrig geblieben ist. Und Joey Kelly dann die Entscheidung für sich getroffen hat, den Shelter zu bauen und ihm aus dem Weg zu gehen, konnte Joe Vogel sich selbst inszenieren.
Er hat sich sein Gefolge organisiert, hat die zugetextet und vor allen Dingen, wie sollten die anderen überprüfen, ob das Wahrheit oder Dichtung ist, ob sie gerade das Publikum sind für jemanden, der da auf der Bühne steht, wie Hamlet einen Monolog hält oder eben auch nicht. Und er gefällt sich in der Rolle. Und dann passiert eins. Joey Kelly hat mit Shelter ein Projekt abgeschlossen, ihm ist langweilig. Und wir haben jetzt eine Situation, die besser und dramatischer nicht hätte sein können. Joe Vogel steht vor der Kamera und lamentiert, warum es völliger Unsinn wäre und in der aktuellen Situation gar nicht angebracht wäre, jetzt noch den verbleibenden Rucksack holen zu gehen. Das wäre gefährlich, das wäre fatal, das könnte man nicht machen. Er würde es nicht tun, er würde es sich nicht zutrauen unter den gegebenen Umständen. Das heißt, Joe Vogel sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und wenn ich als Maßstab, als Gottvater des Survival sage, das geht nicht, dann ist es unmöglich, sonst würde ich es ja tun. In dem Augenblick schnappt sich Joey Kelly nochmal den Kassettenrekorder, hört den Funkspruch ab und entscheidet, loszugehen. Das ist natürlich ein Riesenproblem für einen so egozentrisch geprägten Menschen wie Joe Vogel, der sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat und sagt, das ist unmöglich, das kann man nicht tun. Was macht er? Und das ist bezeichnend für einen solchen Egomanen. Er geht hin und erzählt den beiden anderen, nachdem Joey Kelly schon losmarschiert ist, dass er Bedenken hat, weil Joey Kelly ja sich eine Wampe angefressen hätte, 20 Kilo zugelegt hat, hat er genau gesagt, und er am Stolpern wäre, er nicht trittsicher wäre. Das heißt, er geht jetzt hin und diskreditiert Joey Kelly, der offensichtlich etwas tut, von dem er selber ja eingestanden hat, dass es überhalb seiner Leistungsfähigkeit liegt, und macht ihn vor den anderen zu einem dahinstolpernden, sich nicht mehr geradeaus bewegenden Trottel. Das ist erstens unfein und zweitens ist es sachlich falsch. Und drittens zeigt es auch, dass er nicht in der Lage ist, die Leistungsfähigkeit und die Leistungswilligkeit eines Dritten anzuerkennen. Ja, was er nämlich dann macht, ist, er sagt, er geht jetzt 100.000 Hagebutten sammeln. Das heißt, er muss sich unbedingt selber inszenieren, weil er kann es nicht zulassen, dass ein anderer seinen Ruhm überflügelt. Und das Riesenproblem ist, er sammelt dann auch Hagebutten und erklärt auch dann, dass er die erst jetzt sammelt, weil sie sind ja nur noch zu viert und wenn sie zu siebt wären, wäre das zu wenig und es wäre ja eine Verschwendung, wenn er seine tollen Hagebutten an Menschen verschwenden würde, die dann danach noch rausgehen würden. Und gibt so einen Einblick in sein Seelenleben. Übrigens sehr aufschlussreich. Ja, und dann passiert eins. Er stampft die Hagebutten ein, er köchelt sie auf und ist glücklich mit sich und seinem Tun. Weil die beiden anderen finden das toll, dass es jetzt Hagebutten gibt. Irgendwas ganz Besonderes. Ja, und dann kommt Joey Kelly zurück mit dem Rucksack. Wobei es sehenswert ist. Deswegen möchte ich euch da gar nicht zu viel erzählen. Schaut euch die Folge an. Der Weg zum Rucksack ist wirklich sehenswert. Und auch zurück. Und auch alles das, was im Rucksack ist, solltet ihr euch anschauen. Eine Sache ist auch nur drin. Ein EPA. Eine Ein-Mann-Tagesration. Und auf einmal will kein Mensch mehr Hagebutten. Oder andersrum gefragt, wer will Hagebutten, wenn er M&Ms haben kann? Ja, Joe Vogel hat mit Zitronen gehandelt. Aber eins war wiederum bezeichnend. Nach einem unmöglichen Marsch durch die Schneewüste, über einen Höhenkamm, durch den Wald und zurück bei Hochnebel, hat Joey Kelly diesen Rucksack ins Lager gebracht und hat gesagt, lasst ihn uns gemeinsam aufmachen, ich habe nicht reingeschaut. Aber ratet mal, wer diesen Rucksack dann aufmacht. Und jetzt schimpft mich überkritisch. Aber für mich ist das ein Charakterlump, der dann hingeht und sich in den Vordergrund spielt, nachdem Joey Kelly diesen Rucksack unter Aufbietung seiner körperlichen Reserven ins Lager gebracht hat, gesagt hat, er habe nicht reinschauen wollen, bevor die anderen dabei sind. Und wenn sich dann Joe Vogel nicht zurücknehmen kann und vor den Augen von Joey Kelly und den beiden anderen dann den Rucksack aufmacht, dann seht ihr, was für ein eitler alter Gockel dieser Joe Vogel ist. Das hat für mich nichts mehr mit Teamplay zu tun. Dieser Mensch ist so egozentrisch, dass ich glaube, dass diese verübermäßige, inflationäre Verwendung des Begriffs Ich in dem Fall signifikant einen Spiegel aufmacht auf seine Seele und seine gesamte Verfassung. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge, die für mich extrem bezeichnend ist.
Denn eins ist sicher, in diesem Endgame hat Joey Kelly gezeigt, dass er charakterlich, fachlich und körperlich seinem Antagonisten Joe Vogel haushoch überlegen ist. Und ich glaube, wenn man diese Folge gesehen hat, spätestens jetzt ist schon klar, warum es hier keine zwei Meinungen geben kann. Auch im Übrigen, wenn ihr jetzt aus der Gemeinde des hohen Priesters Joey Vogel kommt und glaubt, ich habe ihn ungerecht behandelt, weil ich ja hier sitze und keine Ahnung habe. Nun, ja und nein, ich sitze wirklich hier und ich bin etwas älter. Aber Alter hat nichts mit Unkenntnis zu tun und auch nichts damit, dass man ja diese Survival-Szene als solches unter Umständen angeblich nicht kennen kann. Oder doch, ich weiß nicht, ob euch die SEBA etwas sagt. Das ist die Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland. Jahrelang das Zuhause für Menschen, die Entscheidungen treffen mussten, die wirklich über Leben und Tod im Katastrophenschutz nach Erdbeben zum Beispiel getroffen haben. Und in dem Bereich habe ich mir meine Meriten im Auslandseinsatz verdient. Und da gab es keinen Code Red, den man drücken konnte. Und eine halbe Stunde später kam der Hubschrauber. Code Red hätte bedeutet, dass für die eigenen Fehler die anderen unter Umständen mit dem Leben bezahlt hätten. Und eins ist sicher, solche Plantgranaten wie ein Joe Vogel, dem hätte man sehr schnell die Flügel gestutzt. Denn wer so wenig teamfähig ist, wird zu einem Problem für die gesamte Mannschaft und die gesamte Mission. In diesem Sinne, ciao for now, euer Chris.